Hallo Zuschauer, das Problem bei Elektromobilen, auch bei meinem Dreirad hier, ist ja irgendwann bei längeren Touren, man kommt mal an die Grenzen der Reichweite. Was kann man denn tun, um die zu verlängern, wäre die Frage. Und ich dachte mir, warum nicht ein bisschen extra Strom mitnehmen? Das Ganze zusammen mit einem Spannungswandler und dem Ladegerät einfach vielleicht hinten reinpacken, denn ich habe festgestellt, zufällig, dass man gleichzeitig laden und betreiben kann, diese ganze Einrichtung hier. Wäre also mal eine interessante Idee. Erster Punkt ist natürlich für sowas, wir müssten mal feststellen, wie weit kommen wir eigentlich mit einer normalen Batterieladung. Wirklich leer gefahren habe ich die noch nie. Wir haben sie jetzt vollgeladen, haben hier den Kilometerstand, sieht man es etwas, 2756,5 und würden jetzt einfach mal den Akku leer fahren auf einer Teststrecke, einer vorgelegten, die wir mit der normalen Batterie fahren und dann nochmal mit Zusatzbatterie. Das wäre doch mal ein spannendes kleines Projekt. Wichtig noch als Information für diesen Versuch ist natürlich, wir fahren höchste Unterstützungsstufe, so dass ich praktisch nur so in die Luft mitpaddeln muss. Und ja, ich hatte es gesagt, wir fahren bis Schlitz und zurück. Das hoffe ich mal, schaffen wir vielleicht mit dem normalen Akku, vielleicht auch nicht. Und dann müssen wir schauen, wenn dann noch Reserve sein sollte, beim zweiten Mal hoffentlich auf jeden Fall, dass wir dann am Berg noch ein paar Runden drehen, um das rauszukriegen, wie weit wir kommen. Jetzt bin ich schon ein gutes Stück am Rückweg. Habt ihr ja eben gesehen, kleine Stadtrundfahrt Schlitz. Übrigens der dicke Turm, der wie eine Kerze aussieht, ist in der Adventszeit auch die größte Kerze Deutschlands. Oder Deutschlands, glaube ich schon. Ja, aber ganz was anderes. Wir haben noch ein gutes Stück und meine Akkuanzeige ging jetzt tipp, 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 tipp. Das habe ich auch so erwartet. Die ist so mäßig zuverlässig. Jetzt springt sie so zwischen zwei und drei Balken Rest hin und her. Und bei zwei Balken nimmt er auch die Leistung langsam runter. Und so wie das jetzt aussieht, denke ich mal, kommen wir unten am Berg an, dann unten am Fuß des Berges, wo ich hoch muss. Und dann wird da wahrscheinlich Platz sein. Allerdings haben wir jetzt auch schon, ihr seht es hier, einige Kilometer gemacht. 2756,5 waren es am Anfang, glaube ich, als wir gestartet sind. Ja, einiges draufgekommen. Na, schau mal einer an. In die Aula. Ja, so in, neben, dran, bei, an, vor, wie auch immer. In der Aula sind wir schon mal wieder. Das ist schon mal was Gutes. Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir ganz wieder zurückkommen. Aber jetzt schwankt die Anzeige zwischen zwei und einem Balken. Und ich muss noch auf den Berg da drüben. Wird interessant. Akkuanzeige. Na, eben blinkte sie. Aber es ist leer, es kommt keine Unterstützung mehr. Ich dämmel. Ich habe die die Erweiterungsrunde gerade angefangen. Aber das beenden wir jetzt natürlich hier, wo der Akku gerade leer ist. Bin gerade eben daheim vorbei und da wollte der Akku nicht aufgeben. Ja, noch ein paar hundert Meter mehr Berg, da hat er jetzt aufgegeben. Wir rollen zurück und analysieren das Ganze mal. Was der Kilometerzähler da allerdings zählt, scheint mir ziemlicher Unfug zu sein. Aber gut, ein Richtwert ist es ja trotzdem. Dass das jetzt nämlich 41,9 Kilometer waren, warum denn nicht 42? Glaube ich so bedingt. Es ist nicht ganz so weit ab von der Sache, aber so ganz glaube ich es nicht dran.
Macht aber nichts. Wir nehmen diese Kilometer, die er gezählt hat, natürlich dann trotzdem als Referenz. Das Ganze wird jetzt aufgeladen. Dann kommt die... die Batterie dazu. Und dann gucken wir mal, ob es mehr wird. Nun gut, hier also der Plan. Wir haben eine Batterie, die ungefähr ähnlich der Kapazität, ähnlich der Fahrradbatterie ist. Irgendwas um die 500 Wattstunden. Natürlich kommen die nicht hier raus und gehen wieder in den Akku, sondern wir müssen ja von 12 Volt auf 230 und dann wieder zurück auf, was kriegt der doch gleich, 40, 42 und dann in den Akku rein. Die Idee also, wir nehmen so ein typisches Adapterkabel, womit wir auf den 12 Volt Anschluss hier kommen. Plopp, oh, der hält ja gut. Das geht dann hier durch, 230 Volt, Stecker rein, Ladegerät rein zur Batterie. Und da es heute so ein bisschen ja, nass und regnerisch ist, hatte ich mir hier mal so eine Kiste gesucht. Die wird unsere, ja, wasserdicht wird es wohl nicht, aber etwas wetterresistent verpackt das Ganze. Ja, das Plastik ist nicht so ganz bruchsicher. Ja, ich gebe zu, das mit dem Seitenschneider war ein bisschen optimistisch, aber ansonsten passt erstaunlicherweise alles so hin, wie ich mir das gedacht habe. Alles ist festgemacht. Wir sollten das mal kurz ausprobieren, ob es auch funktioniert, würde ich sagen. Okay, Strom ist an. Ladelämpchen, jetzt muss ich gucken, ob ich euch das zeigen kann. Da ist das grüne Ladelämpchen, genau. Wir machen Akku an. Wir machen Fahrrad an. Dauert eine Sekunde, dann stellen wir einfach mal auf volle Leistung, weil warum nicht? Und ich habe hier alles etwas aufgebockt. Jetzt sollten wir in der Lage sein. Ah ja. Und hinten das Ladelämpchen. Ja, jetzt habe ich es verpasst. Ich zeige euch das durchaus nochmal. Ladelämpchen grün. Ich fange an zu kurbeln. Motor in Betrieb. Ladevorgang in Betrieb. Sehr lustig, das funktioniert schon mal. So, bei den ersten paar kleinen Versuchen habe ich gerade gemerkt, wir haben hier noch eine ziemliche Schwachstelle und zwar diesen Stecker. Die Feder funktioniert nicht wirklich. Dadurch wird der Kontakt nicht richtig rangedrückt und der Strom geht aus. Ha, ich glaube, wir müssen hier eine etwas radikalere Lösung finden. Das ist ja auch mal interessant. Normalerweise ist hier eigentlich eine Sicherung drin. Ja, ist jetzt hier nicht der Fall. Das Ding habe ich irgendwann mal in Frankreich mitgenommen, als mir einer kaputt gegangen war unterwegs, so ein Spannungswandler. Joa, naja gut. Auf jeden Fall werden wir es wohl einfach abmachen. Und genauso hier und das direkt verbinden, würde ich sagen. Dann haben wir auf jeden Fall da eine stabile Verbindung. Joa. Funktioniert. Das mit dem besser nicht nachmachen, muss ich nicht sagen, oder? 2820,4 und dann machen wir mal alles fertig und machen eine Testrunde. Mann. So, Ladelämpchen leuchtet. Alles ist festgemacht, alles angeschlossen. Hier machen wir noch den professionellen Regenschutz drauf. Ich habe auch Regenklamotten dabei, aber es soll wohl noch ein bisschen was losgehen. Dann startet jetzt der Test.
So, die ersten Kilometer sind geschafft. Zeit mal zu gucken, ob alles noch an Ort und Stelle ist und wie die Temperaturen so sind. Inzwischen haben wir auch etwas Akku entladen. Er lädt jetzt hier nach. Man sieht, es ist orange. Ich habe schon mal aufgemacht und Temperaturen, ja, ist alles nur so lauwarm. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Und alles sitzt noch da, wo wir es hingetan haben. Klappert zwar ein bisschen, aber da kann man bestimmt noch was optimieren hinterher. Gut, weiter geht der Test. Schlitz ist nicht mehr weit. Ich habe gerade mal einen kurzen Stopp gemacht, noch mal zu gucken. Wir haben immer noch eine volle Akkuanzeige und wir gucken mal, was hinten passiert ist. So, wo haben wir es denn, unser Lämpchen? Da. Es lädt, man sieht es, glaube ich. Ja, ne? Also ganz voll ist der Akku natürlich nicht, es lädt. Wie sieht es hier so aus? Anschluss ist noch alles da, wo es hingehört. Vielleicht sollten wir noch mal nach den Temperaturen gucken, jetzt nach einer längeren Strecke. Mal schauen. Tja, das ist nach wie vor angenehm lauwarm. Diese Kiste hat auch so ein paar Lüftungslöcher. Ist vielleicht gar nicht so schlecht in dem Zusammenhang, aber nö, also das habe ich beides schon heißer erlebt. Auch hier mal richtig rumfassen. Alles gut. Wieder an derselben Stelle. Meine kleine Stadtrundfahrt geschafft. Wir haben immer noch erst einen Balken Akku verloren und es lädt noch fleißig vor sich hin. Mal schauen, wie lange noch. Irgendwann werden wir einen Piepen von hinten hören. Dann ist die Zusatzbatterie leer, aber ich habe den Eindruck, das dauert noch einen Moment. Die Strecke kennt ihr jetzt wahrscheinlich auch schon ganz gut. Ich fahre jetzt erstmal nach Hause und dann gucken wir mal, wie es dann aussieht nach langer Strecke, Bergfahrt. Mal schauen. Doch noch mal ein kleines Unterwegs-Update. Der Akku schwankt jetzt so zwischen 3 und 4 Balken. Ganz klar, das ist natürlich nicht möglich, mit dem Ladegerät so viel Strom nachzupumpen, wie man verfährt. Das heißt, Pausen sind nötig oder man muss halt mal, wenn man am Ziel ist, das weiterladen lassen. Ich warte gerade mal so ein kurzes Momentchen, einfach mal um zu gucken, ob sich da jetzt viel tut. Aber ich denke mal nicht, er ist eben von 3 wieder auf 4 Balken gesprungen. So ein bisschen in dem Dreh ist er gerade. Und dann fahren wir erstmal weiter nach Hause. Nun gut, wieder daheim. Immer noch 2 Balken. Die ganze Zeit volle Ladung, volle Leistung. Volle Ladung sicherlich auch. Ladelämpchen ist noch aktiv. Na gut, geben wir dem Ganzen mal einen Moment Zeit, wieder zu sich zu kommen. Und dann gucken wir mal, was noch rauskommt. Weil die Zusatzbatterie ist noch nicht leer. Noch hat nichts gepiept, noch ist nichts ausgegangen. Wir machen eine Pause. Wir sind also erstmal am Ausflugsziel angekommen. Lassen das Ganze jetzt stehen, tun, was Ausflügler halt so machen, keine Ahnung. Und dann geht's weiter. Sieht jetzt auch wieder die 41,2 Kilometer oder was? Ja. Und es ist, wie gesagt, jetzt immer auf einem Balken und hat nicht mehr die Leistung. Jetzt gibt er noch volle Leistung und es ist noch mehr drin. Also bringt es auch schon mal auf der Langstrecke mehr Reichweite auf jeden Fall. Besonders interessant jetzt natürlich, wenn man eine Weile steht, weil man ja irgendwas zu erledigen hat, Einkauf, was auch immer, und warten mal, was passiert. Die Kontrollanzeige ist nicht mehr grün. Der hat hier so eine Kontrollanzeige, da. Die war eben noch grün, jetzt nicht mehr so. Das heißt, so viel wird nicht mehr drin sein. Wir sind jetzt auf der Anzeige bei 3 Balken. Na gut, gucken wir mal. Irgendwann demnächst wird es wohl mal anfangen zu piepen und sich abzuschalten. Und dann gehen wir noch mal ein bisschen auf Tour. Ich habe jetzt eine Stunde pausiert, es ist immer noch was in der Batterie. Aber ihr seht schon, die Sonne macht langsam den Abgang. Ich würde sagen, wir gehen auf Tour und fahren es unterwegs leer. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, wahrscheinlich schon, es piept. Er ist zwar noch nicht abgeschaltet, aber wir wollen die Batterie ja auch nicht killen, also er piept wegen Spannung gering.
Okay, gut. Zusatzbatterie leer. Wir haben 3 Balken auf der Anzeige. Ist eben mal zwischen 2 und 3 gesprungen. Das heißt, ich mache mich wieder auf den Weg zurück Richtung nach Hause, gucke, ob ich da noch hinkomme. Und wenn ja, drehen wir unsere Zusatzrunden. Ich habe jetzt nämlich nochmal eine etwas andere Route gewählt, weil wir hatten ja doch noch recht viel Akku. Naja, aber das dürfte jetzt bald Geschichte sein. Los geht's. So, die Unterstützung lässt langsam echt nach. Ich bin auf den Zusatzrunden oder Runde eher wahrscheinlich. Noch halbe Unterstützung oder so. 2 Balken meinte, aber sitzt immer gegen die auch schnell weg. Dann blinkt es und das war's. Mal gucken, wie weit wir noch kommen. So, jetzt haben wir es doch noch leer gekriegt. Hat eine ganze Weile länger gedauert als gedacht jetzt hier eben noch. Aber jetzt ist er auf einem Balken, gibt keine Unterstützung mehr. Der Heimweg zählt natürlich noch, dass wir da runterrollen. Dann gucken wir mal auf die Kilometer, was wir geschafft haben, was wir mehr geschafft haben. Es ist nämlich auf jeden Fall mehr. Und damit sind wir bei 2874,1 Kilometer gesamt. Okay. Naja, das waren jetzt etwa 54 Kilometer Gesamtstrecke und etwa 11 Kilometer zusätzlich durch die Batterie. Ich hatte eigentlich mit so 20, hatte ich gehofft, nicht gerechnet, aber gehofft. Aber es ist doch eben das Gewicht, was man mitschleppt bei jedem Beschleunigen. Man merkt es ja auch richtig, es dauert länger, muss länger Vollgas geben, bergauf dauert länger, muss länger Vollgas geben. Ja, also das Gewicht macht doch einiges aus. Aber immerhin, das war jetzt ja unter Extrembedingungen. Das heißt, ich habe nur so in die Luft mitgetreten, habe den Motor alles machen lassen. Wenn man jetzt normal mittritt, eine niedrigere Unterstützung wählt, ich glaube, da ist einiges mehr Kilometer drin und am Tag 100 Kilometer könnte ich mir schon vorstellen, dass man das schafft dann damit, ohne dass man sich jetzt zu Tode strampelt. Natürlich muss man dann ordentlich mitmachen. Aber ich glaube, das ist was, das heben wir uns für ein andermal auf, wenn wir mal eine ordentliche Tour machen. Ich hätte da schon Ideen, muss das nochmal gucken und es ist ja auch noch nicht das Ende der Reichweitenverlängerung. Man kann ja vielleicht noch was machen. Aber auch das wird was anderes, wann anders mal. Ich sag für heute erstmal Tschüss, mir reicht's, macht's gut.